Ich bin Wolf Fuß. Lassen Sie uns zusammen mit Hansi Köper, der für die Analysen bereitsteht, das heutige Spiel einleiten. Hallo Wolf, ich freue mich hier zu sein. Das ist die Aufstellung. Sind wir im Spiel? Hier war Sayed. Stelo Mazzoni. Alto Mufaidi. Das sieht gut aus. Er trifft ihn. Jetzt ist er drin. So. Das Ergebnis öffnet seine Tore. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Freunde, wenn man sich's malen will, dann doch so, oder nicht? Der Treffer also zu einem relativ frühen Zeitpunkt in diesem Spiel. Und damit steht es 1:0. Rüber nach rechts. Ein langer Ball über die Abwehr. Ach, er läuft ins Abseits. Ein langer Ball. Er steckt ihn durch. Einwurf. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gerard Sayed. Alexanderin. Sayed. 30 Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Den Zweikampf hat er gewonnen und damit auch den Ball. Alexanderin. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit sind angebrochen. Alto Mufaidi. Alexanderin. Das waren die ersten 45 Minuten.
eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Mit nur einem Torunterschied geht's in die zweite Hälfte. Wir beginnen mit den zweiten 45 Minuten. Ja, da versucht er die Abwehr zu überlupfen. Geht doch mal so. Alexandre. Ja, und jetzt gibt es in der Tat die Chance, mal den ein oder anderen zu bringen. Der Trainer hat noch gar nicht gewechselt heute. Alto Mufaidi. Alexandre. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Zelo Masoni. Das gibt Einwurf. Sie schlagen ihn nach vorn. Durch die Abwehr. Ja, was er jetzt? Geht doch mal so. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Sie können die Ziellinie bereits riechen. Und ein weiter Ball zu Diego Masoni. Den muss er machen! Das war ja geil! Ende, aus, der Schlusspfiff ertönt. Sie haben diese Partie mit dem knappsten aller Ergebnisse gewonnen. Am Ende können Sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Ja, Sie haben gut gearbeitet für dieses eine Tor und Sie haben am Ende verdient gewonnen. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Danke, Hansi, dass du uns begleitet hast.